Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2 mit der Nostalgic Edition. So, wir haben ja Matt und Fred immer noch dabei. Und wir sind auf dem Weg zur Taverne, um uns unsere nächste Begleiterin zu sichern. Nö. Kommt mal her. Meine Bitte, Murat sollte der jetzt eigentlich fertig werden, oder? Das wäre schlimm, wenn nicht. Nein! Blöd, mein Moritz, wie gesagt, die Moritz, die haben eine echt beschissene Angriffstaktik. Genau das. Wie steht das vor drei Stunden? Ein Mist, viel weniger. Drei Stunden da, bevor sie angreifen. No. Eine Handinfo. Wer jemals wissen wollte, hier hinten steht ja eine Truhe. Da gehen wir jetzt nicht rein wegen dem Moritz. Noch nicht. Da hinten steht ja eine Truhe. Und bei meinem Little Hero Run, jetzt als Magier. Man muss durfte ich herausfinden, wie man den Schlüssel für diese Rüstung kriegt, Rüstung für die Truhe kriegt. Das ist bei Lutero beiden. Auf jeden Fall war das für die. Ich weiß nicht, aber ob das Fernando war oder für oder bei Dings bei Lutero, weil beide bieten mir einen Runenstein an für einmal für die Information aus dem Mintal für Fernando. Und einmal für die Stopperkrallen, nein, und für den Rudelführer bei Lutero. Beide bieten mir, wie gesagt, den Runenstein an. Und einer von beiden sagt mir, ich soll, die haben den Runenstein nicht bei sich. Den müsste ich mir holen. So, und wo hole ich mir den? Auf der Truhe, die da hinten in der Höhle bei dem Moritz steht. Da kriege ich von demjenigen Besagten den Schlüssel. So. Tag, Meister, so, wir gehen hier mal ins Weges. So, wer bist denn du? Tag. Was ist los? Ja. Was los ist? Ja. Schau dir doch mal die Sauerei dort drüben unter der Brücke an. Sowas habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Diese Saubande sollte man ausräuchern, sag ich dir. Wieder. Und bei Little Hero, beziehungsweise beim normalen Gothic 2, gibt's auch da oben keine Banditen, nur ein paar Goblins. Was ist passiert? Ich war mit meinen Gehilfen unterwegs. Da kamen diese grässlichen Kerle wie aus dem Nichts auf meinen Wagen gesprungen und haben alle niedergemetzelt. Ich kann von Glück sagen, dass ich auch heute noch einen ordentlichen rechten Haken verteilen kann. Sonst hätten sie mich sicher auch noch erwischt. Der Kram unter der Brücke gehört dir? Der Kram unter der Brücke gehört dir? Der Karren, die Waren, einfach alles. Ich habe da ein bisschen was von deinem Krempel eingesammelt. Behalt das Zeug. Nichts davon ist wirklich von Wert für mich. Das Einzige, was unersetzlich für mich ist, sind meine drei Steintafeln, die sie mir gestohlen haben. Steintafeln. Steintafeln? Der Wassermagier in der Stadt will sie mir abkaufen. Und ich habe ihm die Dinger versprochen. Ich will sie unbedingt wiederhaben. Sonst schadet das meinem guten Ruf. Wenn du das sagst? Ja. Was will ein Wassermagier damit? Er sagte, er wolle sie studieren und hat mich beauftragt, ihm mehr davon zu bringen. Wo hattest du die Steintafeln her? Ich habe sie bei alten Bauwerken wie Mausoleen oder auch ab und zu in Höhlen gefunden. Ich konnte schon eine Menge davon an den Wassermagier in der Stadt verkaufen. Hier unten sind sie jedoch eher selten. Jo. Im Nordosten von Korinis war meine Ausbeute am größten. Jo. Wir werden aber jetzt in die Taverne gehen. Wir werden aber noch nicht auf Urnas Hof oder sowas sonst so gehen. Wir gehen in die Taverne, holen unsere Begleiterin ab, die wir da finden wollen. Und gehen in die Stadt zurück und machen dort erstmal unseren ganzen Krempel. Warum suchst du dir nicht einfach neue? Bei der Keilerei mit den Banditen habe ich mir meinen Knöchel verstaucht. Ach so. Ich kann zwar noch laufen, aber sehr weit will ich mit dem schlimmen Fuß im Moment nicht gehen. Ja, Knöchel verstaucht. Ich habe gegen den Schläfer gekämpft, gegen Untodorts, aber der Mann hat sich den Knöchel verstaucht. Mann, mein Mitleid hält sich ein bisschen in Grenzen. Was waren das für Kerle? Die Banditen, wer sonst? Sie haben die Brücke da oben in Beschlag genommen. Ja. Jeder, der die Brücke passieren will, wird von ihnen ausgeraubt. So viel gemerkt. Ich wusste, dass sie dort oben auf der Lauer liegen, also bin ich unter der Brücke durch. Aber mein Karren und meine Waren waren eine zu verlockende Beute für sie. Die Mistkerle sind einfach von der Brücke gesprungen, direkt auf meinen Wagen. Ich hätte versuchen sollen, mich nachts vorbeizuschleichen.
Wisst ihr, was eigentlich das Traurige ist? Das hat die ja schon mal gesagt. Hier wird immer von fahrenden Händlern und so weiter berichtet. Aber ich habe noch nie hier irgendwo einen Karren fahren sehen oder sowas. Noch nicht mal in Gothic 3, weder in Risen 1, 2, 3, noch in Elex. Das Einzige, womit wir uns halt fortbewegt haben bei Elex zum Beispiel, ist ja das Dreadback. So, aber mit so einem Fahren, mit so einem Fahrzeug, Reittier oder sonst was, hat es bei Piranha Bytes nie gegeben. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum das Studio schließt. Nur deswegen. Du hast den Banditen in die Flucht geschlagen? Ja, aber sie sind bestimmt noch oben auf der Brücke. Kannst du mir beibringen, auch so hart zuzuschlagen? Okay. Sicher kann ich das. Jo, wegen der Steintafeln. Wegen der Steintafeln. Ich hab hier eine. Ich danke dir. Hä? Jetzt fehlen mir noch zwei. Natürlich werde ich sie dir bezahlen. Ja, ja damit. 30 Gold, das ist ja wohl ein Witz. Jo. Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Aber dafür bekomme ich auch was von dir. Na, was denn? Hilf mir, meinen guten Ruf zu retten und bring mir meine Steintafeln zurück. Dann kann ich dir zeigen... Ja, Entschuldigung, aber der geht mir gerade ein bisschen auf die Nüsse, der Kerl. Ich will ja in die Taverne. Die Taverne ist unser Ziel. So, wir wollen ja dort jemanden treffen. Ja, nicht wundern, weil ich immer sage, ich spiele das erste Mal hier in Nostalgic Edition. Ja, und ich habe ja auch am Anfang gesagt, das ist das Einzige, wo ich mir jetzt mich schlau gemacht habe. Was mit dem Crack hier geht. Ich mich schlau gemacht habe, wo wir diese Person, die wir jetzt treffen wollen, finden. So. Wirklich daran? Sieh mal an, wer da reingeschneit kommt. Der Bauernjunge. Ich habe andere Sachen. Du kommst mir gerade recht. Ja. Ich bin Ende. Machen wir das mal. Geht mal auf den Sack jetzt. Also bin ich ja noch nicht da. Und ja, da! Da ist sie. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ja. Der Knackpunkt der Nostalgie. Was der willst du? Schon. Kennen wir uns. Jo. Tut mir leid. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Jo. Ich kann mich erinnern. Ja. Okay. Und das ist doch alles gut. Warte. Wie wär's, wenn du ab jetzt für mich arbeitest? Ich weiß nicht, ob ich dir eine große Hilfe sein kann. Wie viel willst du? 500 Goldstücke. Das ist nicht wenig. Hier hast du dein Gold. Lass uns zusammengehen. Klar, kein Problem. Sag mir einfach Bescheid, wenn du bereit bist. Ist doch wahr. Thoras Stufe aktualisieren. Stufe 2, Taktik 1. Ich will gegen dich kämpfen. Was weißt du über die Paladine? Ach komm, du erwartest doch nicht, dass ich dir das erzähle. Ich muss zum Anführer der Paladine. Ich habe eine wichtige Nachricht für ihn. Die Paladine haben das obere Viertel besetzt. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Kannst du mir helfen, zu ihnen zu kommen? Klar, kein Problem. Ist doch. Sag mir einfach Bescheid, wenn du bereit bist. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Moment mal. Kommt jetzt auch mit? Das habe ich früher auch immer gesagt. Komm mit. Wo willst du hin? Ich brauche deine Hilfe. Das ist gut. Ja. So, jetzt haben wir unsere Top-Begleiterin hier natürlich mit dabei. Ist das wirklich so? Jetzt guckt sie euch mal. Ich habe für so etwas keine Zeit. Genau an. Also, ich denke, ich bin schlecht von mir, aber guckt sie euch mal genau an. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Jeder Gothic 2-Spieler kennt diese Pause. Jeder Gothic 2-Spieler. So. Erzähl mir nicht sowas. Wir gehen mal raus hier, die quatschen mich jetzt wieder voll. Also, können wir jetzt noch was mit ihr machen? Ich habe mal bei jemandem gesehen, wo ich das eben rausgefunden habe, wo wir es finden. Ich fürchte, ich muss mich von dir trennen. Nee, warte, bleib zurück. Thoras Stufe. Taktik 1 mit Weltenwechsel, nur in der Nähe. Bist du in Ordnung? Bist du in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Danke. So, weil, pass auf. Das war doch schon vorher klar. Das Gequake geht mir auf die Nüsse da. Ganz ehrlich. Das kann doch nicht wahr sein. Nur, wenn ich reden will. Ich hasse das, wenn ich reden will und mir quatscht jemand dazwischen. So, wir gehen uns gleich nochmal um die Taverne umgucken, weil mir wurde mal zugetragen, weil beziehungsweise, soweit ich weiß, gibt's da noch einen Begleiter. Jo. Thora. So. Es mag den einen oder anderen von euch geben, der jetzt Gothic Sequel nicht kennt. So. Jetzt euch mal genau an. Matt Gemaus. Alter. Gothic Sequel nicht kennt. So, Gothic Sequel ist ja das. Haben wir auch zweimal auf dem Kanal bei mir hier. Habe ich schon zweimal für euch gespielt.
Gothic Sequel ist das unfertige Add-on zu Gothic 1. So. Manche behaupten auch, es wäre der Versuch, Gothic 2 zu programmieren, noch unter dem Publisher Shoebox. So, von mit Piranha Bytes. Also ich kann mich auch täuschen, wenn ihr das besser wisst, könnt ihr das gerne schreiben. So, aber soweit ich weiß, ist Gothic Sequel noch als Gothic 1 Add-on unter dem Publisher Shoebox entstanden, beziehungsweise sollte es entstehen. Und eine der Hauptfiguren überhaupt war Thora. So, da hat die Piranha sich zusammengedacht, hier dem Helden hier eine weibliche Begleitung zu geben. Aber da dann der Wechsel zu Jovut stattfand, hat wohl Jovut gesagt, stampft dieses ganze Gothic Sequel Projekt 1, hört auf damit, wir machen Gothic 2, so wie wir es heute kennen. So, und da hat Thora natürlich nur einen Platz gefunden. Und das sage ich ja immer wieder, wenn wir an der Stelle sind im Spiel. Da gehe ich ja immer wieder so ein bisschen mit drauf ein. Thora haben wir natürlich trotzdem in Gothic 2, wie gesagt, hier irgendwo mit drin. Immer schon. Nämlich, das zeigt so ein bisschen auch mit auf, wo der Weg hingehen sollte mit Thora bei Gothic Sequel. Dass der Held und die Thora hier da eine Liebesaffäre miteinander starten. So, und so wurde dann natürlich das altbekannte Bums-Video mit Nadia erstellt für Gothic Sequel. So. In dieser Szene sehen wir natürlich, ich denke mal, ihr kennt sie auch wieder aus dem Video, sehen wir natürlich immer Thora. So, und dieses Video, wie gesagt, stammt aus Gothic Sequel und wurde letztendlich für die Bums-Szene in der roten Laterne mit Nadia verwendet. So, das Einzige, was sie mit Nadia vielleicht gleich hat hier, also das ist, nicht wirklich viel. Ja, wahrscheinlich haben sie ja deswegen diese roten Haare da gegeben. Ja, und wie wir es ja wissen von den meisten Spielen, unter anderem auch eben von Gothic hier, so lange Haare von Frauen hier in den Spielen werden einfach nur hochgebunden dargestellt, damit sie sie nicht rendern müssen und sowas. Also, damit, weil Haare zu darzustellen, das ist noch mal ein ganz anderer Akt hier. Gerade bei älteren Spielen. So, und in dieser Szene will man halt suggerieren, dass Nadja ihre Haare natürlich aufmacht und demzufolge eben Thora wahrscheinlich gleich kommt und sie deswegen dann halt gesagt haben, nehmen wir einfach das Video hier mit Thora als Nadja. Ja. Meine Theorie so, also ich denke mal, das trifft so ungefähr. Ja. So, und mit dieser wir wollten nochmal zur Taverne. Ja, nur mal zu aufzuklären, wo die Figur zumindest herkommt. Weil wir, wenn wir uns unsere Begleitertruppe hier angucken, die haben alle irgendwo ihre Herkunft. Das sind alles, alle drei Begleiter gab es schon mal irgendwo bei Piranha Bytes. Den Fred gab es dann bei Risen. Und apropos Risen, diese Idee, dem namenlosen Helden eine weibliche Begleitung an die Seite zu geben. Da hat Piranha Bytes natürlich stark festgehalten und als die Toro dann nach dem Verlust der Gothic-Rechte nach Gothic 3 dann los war, so und unter Deep Silver dann Risen programmiert haben, haben sie gedacht, wir haben einen neuen namenlosen Helden bei Risen. So, da halten wir an der alten Idee fest und geben dem neuen namenlosen Helden eine weibliche Begleitung wieder mit, wie wir es schon bei Gothic Sequel wollten. So, und Patty hat dann ins Spiel geschafft. So, jetzt nicht ganz so leicht bekleidet hier wie unsere Thora hier, aber die Idee mit der weiblichen Begleitung, wie gesagt, die ist dort natürlich eingeflossen bei Risen. Und auch aus Risen kommt ja natürlich Fred, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt. Fred ist ja, man kann sich an Risen 1 ein Skelett beschwören, aber eben nur eins. Das heißt, wenn wir Fred beschworen haben in Risen, und noch einen zweiten Fred beschwören wollen, fällt der erste Fred auseinander. So, also Fred kommt aus Risen. Thora kommt aus Gothic Sequel. Und Matt natürlich aus Gothic 1. Also, wir sehen es ja eigentlich, wenn wir jetzt rückwärts lesen würden, von rechts nach links, sehen wir eigentlich den genauen Werdegang. Matt Gothic 1. Thora Gothic Sequel. Na, kam ja nach Gothic 1. Und Fred natürlich Risen. Das Risen natürlich nach Gothic 1, 2, 3 kam, das ist ja kein Geheimnis.
Mir geht es besser? Ich weiß nicht, wie viele Begleiter wir hier noch kriegen können. Ich werde mich da nicht einmischen. Wir werden aber alles versuchen, dass die Begleiter hier auch am Leben bleiben. Und das ist so eine ganz besondere Herausforderung hier der Nostalgic Edition. Gerade eben jetzt am Anfang, wir haben es ja in den letzten, letzten Folgen hier gesehen, dass die Begleiter noch Probleme haben, hier mit dem Wolf fertig zu werden. Das wird sich auch nicht unbedingt ändern. Oh. Ich suche gerade nach was Bestimmtem. Einem wurde auch zugetragen, beziehungsweise ich habe da mal Kaninchen. Ja, Kaninchen ist weg. Ja. Das ist kein Geheimnis. Das wird bloß wieder matt. So. Aber ich nehme diese Begleitung mal, diese Begleitung, die Herausforderung halt mit den Begleitern jetzt eben mal an, dass die mir nicht immer so hilfreich, manchmal sogar sind, sondern manchmal eben im Wege stehen. Einfach eben mal an, um Gothic 2 eben auch hier mal auf die Weise zu erleben. Hat die jetzt extra diesen komischen Frauenrenngang da oder was, der langsamer ist? Das Blöde wird bloß sein, wenn wir hier pennen wollen. Dass wir die Begleiter dann immer irgendwo abstellen müssen. Wir suchen uns notfalls mal ein Bett, das müssten wir ausprobieren. Wir müssen uns ein Bettchen suchen hier. Das jetzt nicht von Wänden umringt ist, weil... Ja. Ja, auf das Weib müssen wir immer warten, na klar. Ich hab gewusst, dass... ich hab's gewusst. Müssen wir hier erwarten. Also, das kann interessant werden, ja, das ganze Ding mit den Begleitern. So. Ist jetzt nicht unbedingt noch mehr der Finsternis, aber... Ja. Aber wir nehmen sie mit. Ich weiß noch gar nicht, ob wir sie hier die aktualisieren. Was jetzt die Grundvoraussetzung für das Aktualisieren der Helden hier, der Begleiter hier ist. Keine Ahnung. Ob das unsere Stufe jetzt, warte mal, wir sind jetzt Stufe 2. Ich könnte mir vorstellen, warte mal, wir würden das mal ausprobieren, die nächste Stufe ist jetzt nicht allzu weit entfernt. Wenn wir jetzt ein paar Quests machen noch hier, ich weiß nicht, was wir heute noch schaffen. Das, wenn wir da versuchen, dann war das nochmal mit der Stufenaktualisierung hier. Storas Stufe aktualisieren. Stufe 2, genau wie ich. Ich schätze mal, wenn wir jetzt Stufe 3 werden, dass wir sie dann auch hier aktualisieren können. Dass die dann auch alle auf Stufe 3, dass die quasi mit mir ja, leveln können. Ich fürchte, ich muss mich von dir trennen. Nee, trennen tun wir nicht von uns. Tora haben wir uns natürlich jetzt tierisch verknallt und wollen sie immer bei uns haben. Ja, wir nehmen alle Begleiter mit. Ja. Jo. Mir wurde auch mal zugetragen, die Varus Biker Edition. Ich weiß nicht, wer die Varus Biker Edition kennt. Die können wir vielleicht auch nochmal machen, weil unser 16 Uhr Platz hier täglich im klassischen Let's Play Stil will ich beibehalten, dann auch notfalls mit anderen Mods. Wir werden auch dann Mods spielen, die jetzt nicht direkt das Hauptspiel hier sind mit nur Erweiterung, weil das wird dann auch öde, wenn wir eine Erweiterungsmod nach der anderen spielen. Da hauen wir notfalls eine andere Mod dann irgendwie dazwischen, Total Conversion oder was. Ich will ja Gothic 3 hier danach auch mal machen, hier mit den ganzen Monster-Mods da, ne, vom PK Charmant. Grüße an dich, gehen raus. Aber wenn wir dann wieder nochmal Gothic 1 oder 2 hier spielen sollten, dann nehmen wir uns da auch wieder Mods raus. Vielleicht nehmen wir uns nochmal die Definitive Edition zur Hand hier ohne Little Hero, dass wir das mal im normalen Stil hier, die Definitive Edition dann machen. Werden wir sehen. So, okay. Wo fangen wir jetzt an? Wir wollen Lehrling werden. Das ist ja interessant. Ja. Schlimme Zeiten sind das. Mein Mann sieht das anders. Jetzt haben wir die, wie gesagt, unsere Top-Begleitung hier, Tora, dabei. Da können wir loslegen. Ja, das war, wie gesagt, mein Ziel. Von mir hatte das nicht. Ja, es gibt doch nur noch mehr. Adanos aber sah, dass Unordnung und Chaos gehst auf die Nüsse waren, und er bat Innos, seine göttliche Macht zu nehmen. So, setzen wir jetzt an. Ja, praktisch, genau genommen, fangen wir jetzt erst eigentlich an mit dem Spiel hier. So gesehen. So, was hatten wir jetzt hier auf dem Weg ins obere Viertel? Warte mal. Da war doch was hier, was war denn das hier?
Was gibt's jetzt hier? Weltenwechsel, bist du in Ordnung? Bist du in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Jo. Dieser Begriff hier, warte mal, gibt's das auch Weltenwechsel? Was ist das? Mats, ich könnte mir denken, ich weiß nicht, ob die Nostalgic Edition hier auch eine Beziehung mit der Tora hier angestrebt hat. Weil ich bilde mir ein, ich habe tatsächlich hier auch mal gesehen, dass wir hier mit Tora hier das Video hier lostreten können. Wo auch wirklich sie selber das dann sein soll auch. Weil dieser Begriff hier, diese Frage hier, das können wir nur bei ihr machen. Das lässt mich so vermuten, dass hier noch mehr passieren kann mit ihr. So. Ich fürchte, muss ich mich von ihr trennen. Jo, deswegen Tora behalten wir mal ganz besonders hier im Auge, ob wir wirklich hier da was machen können, was eigentlich für Gothic Sequel ursprünglich gedacht war. So, wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen bei Matteo an. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Los geht's, was kann ich für dich tun? Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Was verkaufst du? Was verkaufst du? Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Jo. Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Ist mir teuer. Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapperleder, noch ungetragen. Interessiert? Ja. Was weißt du über Paladiner? Seit die Kerle in der Stadt sind, habe ich nichts als Ärger. Als ich letztens ins obere Viertel wollte, halten mich doch glatt die Wachen auf und fragen mich, was ich da zu suchen habe. Und? Natürlich haben sie mich reingelassen. Ich habe meinen Laden schon in der Stadt gehabt, da haben die meisten von diesen Wichtigtouren noch mit Holzschwertern Schweine gejagt. Was sind die Holzschwerter? Und gestern kommen die Mistkerle zu mir und beschlagnahmen die Hälfte meiner Ware. Ich habe mir das schon gedacht. Die Paladiner haben deine Ware beschlagnahmt? Alles, was ich bei mir im Hinterhof gelagert hatte. Sie haben einfach eine Wache vorm Hofeingang platziert. Wenn ich Glück habe, nehmen sie nicht alles mit. Zumindest die Rüstungen werden sie wohl da lassen. Der irgendwie den Stabkampf für Tora. Normalerweise in Gothic Sequel hat der den Stabkampf, Tora. Ja, hat sie das hier auch? Weiß ich nicht. Ja. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Was willst du denn da? Ich habe eine wichtige Nachricht. Jupp. So. Hast du schon versucht, an den Wachen vorbeizukommen? Ich glaube, den Versuch kann ich mir sparen. Da hast du vermutlich recht. Ich weiß ja nicht, wie wichtig deine Nachricht ist. Sie hört euch alle retten. Wohl nichts an. Aber selbst wenn du ihnen erzählen wolltest, dass im Hafen gerade ein Schiff voller Orks anlegt, würden sie dich wegschicken. Naja, fragen wir Lothar. Weil sie ihre Befehle haben. Ihre Befehle? Ich habe keine Befehle, ich habe nur Zentnien. Ich habe Informationen von einem Schwarzmarkt, der nicht existieren will. So hier. Also kannst du mir jetzt helfen, ins obere Viertel zu kommen? Scheint dir ja echt wichtig zu sein. Die Frage ist, wie wichtig ist es dir? Wie meinst du das? Ich kann dir schon helfen. Immerhin bin ich einer der einflussreichsten Leute hier. Aber das hat seinen Preis. Was verlangst du für deine Hilfe? 100 Goldstücke. Du Halsabschneider. Reg dich ab. Es ist ja nicht dein Gold, das ich im Sinn habe. Sondern? Im Grunde ist es mein Gold. Gritta, die Nichte des Tischlers, hat seit Ewigkeiten ihre Schulden bei mir nicht bezahlt. Aber die kleine Göre rennt ständig in neuen Kleidern rum. Das heißt, sie hat das Geld. Ich würde es ja aus ihr rausprügeln, aber Meister Torben, der Tischler, ist auch ein sehr einflussreicher Mann. Beschaff mir das Geld und ich werde dir helfen. Das Problem ist, wenn ich dieses, wenn ich dann bei Gritta sage, hier aus ihr rausprügeln, meine Bande hier, die nimmt das Mädel auseinander. Wo finde ich diese Gritta? Wie gesagt, sie ist die Nichte des Tischlers. Ja, kennen wir ja. So. Wie genau kannst du mir helfen? Ja. Ganz einfach. Ich werde meinen Einfluss dafür einsetzen, dass du bei einem der Handwerksmeister hier als Lehrling aufgenommen wirst. Das ist aber nett von dir. Als solcher bist du praktisch Bürger der Stadt und kommst ins obere Viertel. Außerdem verdienst du noch was dabei. Jo. Ist das wirklich so? Hilf mir. Warum bist du hier? Warum nimmst du mich nicht als Lehrling auf? Jo. Würde ich. Aber die anderen Meister würden nicht zustimmen. Warum nicht? Ich habe nämlich erst kürzlich einen anderen Lehrling aufgenommen. Also, da gibt es noch einen anderen Weg. Normalerweise sagt er nichts, aber soweit ich weiß.
Aber ich weiß nicht, ob die Mod jetzt bei der Nostalgic Edition jetzt hier da irgendwas geändert hat daran, dass es am Ende doch einen anderen Weg gibt. Gibt es noch einen anderen Weg, ins obere Viertel zu kommen? Ja. Vielleicht. Wenn mir was einfällt, lasse ich es dich wissen. Ja, okay, das stand mal drauf. Weil es kann natürlich, es kann sein, das habe ich bei Mods schon erlebt, da sind so versteckte Sachen drin, in Dialogen versteckt, hier in Gesprächsoptionen versteckt, die war, die sonst nichts bedeuten. Aber deswegen hätte ja sein können, wie gesagt, dass jetzt hinter diesem, ja, hast du eine andere Idee, dass da jetzt was da noch dahinter steckt von der Mod. So. Dachmeister. Hey, du. Ah, ein neues Gesicht. Bist wohl nicht aus Corinis, was? Ja, mehr oder weniger. Ist keine gute Zeit für Reisende. Überall Banditen, kaum Arbeit. Und jetzt lehnen sich auch noch die Bauern auf. Na, so fast was versteckt dich hierhin? Tora hat gesagt, ich soll zu dir kommen. Ich wundere mich über gar nichts. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ja. Verstehst du denn was vom Tischlern? Ja, das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist Feuer. Und wie sieht es mit Schlössern aus? Nun ja. Tut mir leid, ich kann niemanden gebrauchen, der nichts von meinem Handwerk versteht. Und für einen Lehrling habe ich kein Geld. Meinung will ja keiner hören. Eigentlich will ich keine Arbeit hier haben. Eigentlich bin ich nur hier, um die Welt zu retten, wie gesagt. Die Probleme habe ich kommen sehen. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister hier als Lehrling anfangen will? Ja. Nun, ich will dir meine Zustimmung geben. Aber es wird das Beste sein, wenn du dir vorher den Segen der Götter geben lässt. Boah. Sag, bist du ein gläubiger Mann? Ich glaube an sowas wie Tora. Was? Nein. Wenn ich Nein sage, da kommt, da kam, glaube ich, was hinterher. Warte mal, komm hier. Nein. Ein Mann, der sein Handwerk nicht mit dem Segen der Götter verrichtet, wird niemals meine Zustimmung bekommen. Bitte die Götter um Vergebung für deine Verfehlungen. Dann geh zu Vatras, dem Priester Adanos, und lass dir seinen Segen geben. Er wird dir sagen, wo du einen Priester Innos finden kannst. Auch seinen Segen sollst du dir holen. Wenn du den Segen der Götter bekommen hast, werde ich für dich stimmen. Ja, wir nehmen das einfach mal so mit. Ja. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Hattest du schon mal einen Lehrling? Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Und? Was ist passiert? Sein Name ist Elvridge. Er ist mein Neffe. Ich war eigentlich recht zufrieden mit ihm. Doch eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit. Müssen die... Alter, Piranha-Bait. Alter, leck mich aus. Müssen die Dialoge aus Nacht des Raben immer so laut sein? Wo ist Elvridge jetzt? Was weiß ich? Er hat sich ständig in dem schmierigen Bordell am Hafen herumgetrieben. Würde mich nicht wundern, wenn er da noch bei so einer Dirne im Bett liegt. Was hast du gegen Dirnen? Die machen gute Arbeit. Wie lange hast du ihn schon nicht mehr gesehen? Ich schätze, das ist jetzt etwa 2 Wochen her. Ich glaube nicht, dass ich daran. Warum machen hast du das der Miliz gemeldet? Ja, sicher. Sie sollten ihn wieder einfangen und dafür sorgen, dass der Faulpelz seine Arbeit verrichtet. Aber das bereue ich auch schon wieder. Soll er doch machen, was er will. Früher oder später wird er einsehen, dass er ohne gescheite Arbeit in Corinis nicht weit kommen wird. Was jo. Du nicht sagst. Jo. Nee, wegen, die machen gute Arbeit. Warum machen sie gute Arbeit, wenn jetzt jemand so sagt, hier Horen? Jo, natürlich machen sie gute Arbeit. Ich habe so einiges gehört. Wenn jemand gerade Bock hat, so, geht er nicht auf die Straße und vergreift sich hier an einer Dame. So, und begeht ein Verbrechen und tut der Dame weh. Nee. Er kann in den Puff gehen, legt dort sein Geld auf den Tisch, hat seinen Spaß, niemand wurde verletzt, niemandem tut's weh, es wurde kein Verbrechen begangen, nichts. So, deswegen machen die gute Arbeit, die Weiber. So, ich komme wegen Greta. Meine Nichte? Was willst du von ihr? Es geht doch nicht etwa um Geld. Sie schuldet dem Händler Matteo 100 Goldstücke. Das darf doch nicht wahr sein. Seit dieses kleine Miststück bei mir wohnt, habe ich nichts als Ärger. Sie hat sich bei so gut wie allen Händlern der Stadt verschuldet. Ich musste bei Lema, dem Geldverleiher, 200 Goldstücke leihen, um ihre Schulden zu begleichen. Und jetzt das. Greta müsste im Haus sein. Nur zu, frag sie. Aber ich sag dir gleich, sie hat nicht ein Goldstück. Wir das werden sehen. Ja, das machen wir jetzt noch fertig mit der Greta herkommen. So. Aber Tora, wenn wir sie verprügeln sollten, kümmerst du dich um sie. So, Kampf von Frau zu Frau, weil ich möchte ungern eine Frau hier angreifen. Ich bin kein Frauenschläger. Das habe ich noch gar nicht gewusst.
Kommt, Robben. Wenn du gekommen bist, um zu betteln, muss ich dich enttäuschen. Ich bin eine arme Witwe. Mein Name ist Gritta. Ja. Seit mein Mann tot ist, kümmere ich mich um den Haushalt von meinem Onkel Torben. Ja, das ist schön für dich. Aber das Licht pass mal auf. ich hoffe von Matteo. Ich komme von Matteo. Ja. Du schuldest ihm noch Gold. Er will sein Geld? Wofür denn? Er hat mir fehlerhafte Ware geliefert. Schlechter Stoff und schlechte Nähte. Hast du mal die Farben gesehen? Das sind nicht die Farben, die ich bestellt habe. Das ist Betrug. Ich sage dir, damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Ja, der arme Mann, der ist getürmt. Warte, Schluss jetzt. Schluss jetzt. Wo ist das Gold? Ja. Aber ich habe das Gold nicht. Ich bin nur eine arme Witwe. Jo. Warte. Ist das wirklich wahr? Das gelang ihm nicht. Her mit der Kohle, sonst verpasse ich dir eine. Nicht, dass ich da du bist ein gemeiner Schläger. Los, nur zu, wenn du deine Waffe ziehst, rufe ich die Wachen. Steck die Waffe weg. Das hat er doch vorher gewusst. Na warte, du Mistkerl. Das war das natürlich peinlich mit Griff am Jungholt. Ey, was macht ihr denn? Macht mit! Hau drauf! Nee, das ist mir zu doof. Der Plan war jetzt eigentlich zu sehen, wie die ganze Bande sich auf Gritta stürzt. Das war eine Qual für Belia. Ich komm. Alles, was Innos erschuf, wurde von jo, Belia. Dann verkaufen wir halt einmal. Dann verkaufen wir halt ein paar von deinen Klamotten. Du hast doch bestimmt noch einen Haufen Zeug im Schrank. So untersteh dich, du Rüpel. Du Rüpel. Ist ja schon gut. Hier ist das Gold. Na also, geht doch. Verlasse jetzt bitte mein Haus. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Kommt mit. Man darf halt nicht alles glauben, und was man hört. Du Rüpel. Glaubst du wirklich daran? So. Nächster, jetzt unterhalte ich mich mit Thorsten. So. Das ist ja interessant. Deine Nichte hatte 100 Goldstücke bei sich. Das hast du nicht. Was? Diese kleine Schlange? Das war mein Gold? Gold. Sie hat es aus meiner Truhe genommen. Gib es mir zurück. Ich muss zuerst Lehmer bezahlen. Matteo kann sein Geld später bekommen. Das ist ja interessant. Nein. Matteo wird sein Gold von mir zurückbekommen. Jo. Damit brockst du mir eine Menge Ärger ein. Lehmer ist nicht sehr nachsichtig, wenn es um Schulden geht. Aber immerhin willst du die Schulden meiner Nichte begleichen. Dafür muss ich dir wohl danken. Jo. Ist schon scheiße, wenn einer nicht macht, was man von einem will und ihm trotzdem danken muss. Jo, auf die falschen Leute gehört. So, Meister. Alter. Ich wäre mir da. Hey, wo ist er? Hier hinten. Hey! Hey, du! Was macht der denn da? Hier hast du deine 100 Goldstücke. Gut. Yep. Hat sie Probleme gemacht? Ja. Keine nennenswerten. Gut. Damit hast du deinen Teil der Abmachung gehalten. Hast du nicht gewusst. So. Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich an meinen Teil der Abmachung halten. Die anderen Meister werden von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Warte mal. Wo kriegen wir jetzt noch Erfahrung her? Warte mal, bitte. Wird sich das jemals ändern? Wie viel brauchen wir noch? Ich würde jetzt noch mal gucken, hier wegen der Stufe. Wir bräuchten noch 25 Erfahrungen. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Kommt mal mit, Leute. Ich glaube, ich weiß, wo wir die herkriegen. Weil ich wollte das hier, weil ich das vorhin angesprochen habe, deswegen wollte ich euch das in der Folge noch, da wollte ich in der Folge noch mit euch, dass euch noch hier, falls es euch auch interessiert. Nö. Was willst du? Hier gibt es nichts umsonst. Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Ich will bei einem der anderen Meister anfangen. Du kommst, um dir meine Zustimmung zu holen? Meinetwegen kannst du anfangen, bei wem du willst. Ja, das habe ich mir gedacht. Egal. So, nee, dann machen wir das in der nächsten Folge. Das wird mir sonst zu lang jetzt hier mit dem Überziehen. So. Gut. Da sind wir hier mit unserer Truppe. Machen wir Feierabend. So. Ich weiß nicht, wann hier irgendwann mal hier, wie gesagt. Bist du in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Ja, mal sehen, ob hier mehr passiert mit der Tora noch im Verlauf der Mod. So, und ich erwarte jetzt keine Spoiler oder sowas in den Kommentaren. So. Okay.
dann soll es das gewesen sein für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.